Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier bei unserer Ölfabrik. Die schafft 468 von 1600. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen mehr rauskommt. Dass die hier mal auch mal ein bisschen Feuer bekommt. Theoretisch sollte das machbar sein. Beim letzten Mal haben wir jetzt unsere Strecke hier angeschlossen. Über ein Wahnsinns-Doppelgleis. Das heißt, hier werden dann später drei Züge fahren. Drei Wahnsinnszüge werden hier fahren. Und zwar wird das ja, ist ja unser Hauptdepot, sage ich mal. Das haben wir angeklemmt. Jetzt muss ich nur noch versuchen, dass wir von da aus auch raufkommen. Das ist jetzt so der Plan. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege von dem Gleis noch. Damit der notfalls erst auch da rausfahren kann. Aber das wird hart. Gucken, ob wir eventuell... Ich glaube, das wird nichts. Na? Da hat doch zumindest... Steigung zu groß, Krümmung zu groß. Also so geht's definitiv nicht. So, das ist hier ein Wahnsinnsgewusel. Na? Krümmung zu groß, okay. Komm mal nicht drumherum, da will ich doch ran. Das ist wirklich hardcore, ey. Also es ist. Optimalerweise wäre es natürlich, wenn man von hier aus loszieht. Aber das geht leider auch nicht. Können wir mal ganz kurz den Fahrzeugersatz noch mal ausschalten. Das war Rohöl. Fahrzeugersatz. Und mal wieder ist das Speichern im Wege. Schalte mal aus. So. Also. Versuchen müssen wir Folgendes. Da kommen wir nicht ran. Also müssen wir versuchen, eventuell noch ein drittes Gleis hier lang zu führen. Noch ein drittes Abfahrtsgleis. Krümmung zu groß. Was ist daran die Krümmung zu groß? So verstehe ich nicht übrigens. Das machen wir mal weg. Heute ist wieder Kleinfutzel arbeiten. Gar nicht möglich, gar nicht möglich. So geht es. Eventuell. Wahnsinn, was man hier zurecht spielen muss. Steigung zu groß. Warum? Kannst du nicht. Halt, gerade habt ihr was aufploppen sehen. Ah, okay. Brücke. Wäre schöner gewesen, wenn es vorher passiert wäre, dann hätten wir noch besser reagieren können. Quartz Tower Angleichung machen. Ich
Schwupp, schwupp, schwupp. Okay. Ja. Komm, jetzt gib mir hier die Mutter oder sowas. So. Will doch eigentlich nur hier rum. Kann doch nie so schwer sein, oder? Das ist böse. Böse. Ja, jetzt ist natürlich das wieder im Wege. Alter Falter, ey, das ist wirklich nicht gerade einfach. Ich will doch eigentlich nur von da drauf quer rüber. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Theoretisch. Oder? Liebe Leute, kann das so schwer sein? Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, ne? Ich will doch bloß, dass man hier rausfährt. Dann da hier drauf, kommt da nicht rauf. Das heißt, du fährst jetzt auf das Gleis. Jetzt bist du auf dem Gleis, okay? Jetzt, mein Freund. Lass mal mit dem ollen Zug vorbei. Zahl mal den Kredit zurück. Wollen wir doch eigentlich nur... Komm. Darüber. Das funktioniert nicht. Okay, nur mal anders machen. Mal so. Steigung zu groß. Oh, ah, Leute, das ist ja ein furchtbares Gemach, ganz ehrlich. Komplizierter geht's echt nicht. Aber dafür bin ich ja bekannt. Steigung zu groß. Ich frag mich zwar, was hier an der Steigung zu groß ist, aber mein Gott, das Spiel will mich halt verarschen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Gehen wir halt runter. Dann leck mich doch am Fuße. Ja. Jetzt aber, oder? Müssen wir jetzt den Gefallen? Krümmung zu groß, Steigung zu groß. War hier. Hey, das ist der Hammer, oder Leute? Das ist doch echt der Hammer. Ich will doch nur dahin. Das gibt's einfach nicht. Er will mich echt ärgern. Gut. Probieren es noch einmal. Kommen wir so nicht rum. Das sieht doof aus. Okay, das funktioniert einfach nicht. Das ist mir zu fummelig, liebe Leute. Ich will von dort rüber. Klar könnte ich jetzt mitten hier so rüber gehen, aber das ist nicht das, was ich wollte. Definitiv nicht. Dann nehme ich jetzt auch wenn ich unterirdisch gehe, wenn es geht.
Warnung, okay. Warnung, was haben wir denn da? Bad, okay, alles klar. Kümmern wir uns mal darum. Um den guten Zug. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Und da kriegt jetzt gleich mal richtig mal ein bisschen Feuer. Eventuell mache ich da gleich 2 oder 3 drauf. Der hat 70. Der kann 18. Nice. Der macht 90. Was haben wir denn da? Was kann denn der schnellste? 120. Da reicht auch nur 120er Lok eigentlich. Die kostet 851. 906, die ist sogar teurer. Hat aber mehr Dampf drauf. 100. 120, die ist günstiger. Ja, nehmen wir die Scotsman. Die ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall noch günstiger. Komisches Ding. Und mehr Leute. Ey, was ist echt? 20, okay. 20, 40, 60, 80. 100, 120, 140, 160, 180, 200. In Ordnung. Fahrzeugersatz. Und dann sollte das laufen. So. Während wir hier immer noch an unserem Problemkind hier rumfeilen, will doch eigentlich nur darüber, Leute. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte gerne dahin. Kann ich aber nicht. Ich will da drüber. Ich will, dass die... Entweder sollen sie drüber. Was ich sehr begrüßen würde. Ich habe da mal so eine Idee, dass man hier eventuell mal so ein bisschen was anhebt. Das Ganze jetzt mal ein bisschen einebnet. Wenn eventuell... Auch nicht. Oh, das ist doch alles Hühnerkacke, Leute, jetzt hier oben. Das hier legen. Kommen wir hier mit einer kleinen Brücke. Kollision bei der Terrainangleichung. So, okay, hier geht's nicht. Ja, das ist kacke, ey, ganz ehrlich. Ich will doch eigentlich nur, dass er auch die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, aber das will er nicht. Wir machen es jetzt ganz anders. Machen wir auf Pause. Wir nehmen jetzt mal den ganzen Schmock hier weg. Wirklich schon die ganze Zeit. Na, was machen wir jetzt mal anders? So, wir legen jetzt erstmal den hier lang. Dass der hier drauf kann. Dass der hier quasi war auch nicht möglich. Warum? Ja, dann Snappoint. Das ist, hier, das ist echt der Hammer, ne? Das ist echt der Burner. Man kommt nicht drauf. Oh, also so war es nicht geplant, liebe Leute. Es tut mir leid, aber die Umbaumaßnahmen müssen sein. Es geht nicht anders. Ich will jetzt darüber. Egal wie. Passt der S, was es wolle. So geht's nicht. Kollision bei der Terrainangleichung. In Ordnung. So geht's nicht.
Schön wär's, wenn ich auf das Gleis käme, aber komme ich nicht. War auch nicht möglich. Und da frage ich mich, warum? Ist es deswegen hier, wegen dem Gedöns hier oder was? Krümmung zu groß. Komm, mal aufzuspinnen. Krümmung ist nicht so groß. So, du Freund willst da drauf. War auch nicht möglich. Dann zeige ich dir mal, wie das möglich ist. Schnappt da nicht rein, das ist der Hammer. Das geht nicht. Ah, Mann. Ich krieg das noch hin, liebe Leute, ich krieg das noch hin. Keine Sorge. Das funktioniert, das ist in Ordnung. Muss doch irgendwie möglich sein, da auf dieses Gleis zu kommen, ohne dass er rummeckert. Da geht's nicht, da geht's nicht, da kommen wir nicht raus. Da ist das Optimale, da kommen wir rüber. Aber da kommt er nicht da drauf. Steigung zu groß, Steigung zu groß. Komm. Das ist der Hammer, man kommt, schafft's nicht. Egal wie es drehst und wendest, du kommst nicht hoch. Ich werde es anders machen, ich werde ganz einfach da eine Schleife fahren jetzt. Dieses Gefusel hier, das ist mir jetzt zu wild. Steigung zu groß. Aha, jetzt ist auf einmal die Steigung zu groß, okay? Na schön. Kollision bei Terrorangleichung, natürlich! Es ist doch nicht wahr hier, oder? Mann, Mann, Mann! Auch nicht möglich, warum auch immer. Gott, was für ein Gemache, ey. Ja, Leitung liegt wieder total schief und krumm. Echt nicht schön. So, und du, mein Freund, du sollst da eigentlich nur drüber, drunter, wie auch immer. Na ja, so das Gefühl, das Unterfangen hier irgendwie hinzukriegen ist wirklich aussichtslos.
müssen wir halt neue Wege fahren. Ich werde gleich, glaube ich, nochmal ein neues Depot anlegen, weil hier kommst du irgendwie nicht mehr klar. Habe ich so das Gefühl. So. Legen wir nochmal ein Signal hier hin. Damit jeder Bescheid weiß, was er zu tun hat. Hat er jetzt halt nur die Möglichkeit, von dort aus hinzukommen. Anders sehe ich jetzt gerade die Möglichkeit nicht. Eventuell mache ich es offscreen nochmal. Egal. Wir starten. Wir wollen loslegen. Gucken wir mal, wo unser neuer Zug hier ist. Ja, doch, doch. Lässt sich sehen. 114. Da drive da. Durch den Tunnel. Unser neuer Zug. Sehr geil. So, da kommt er raus. Wunderschönes Gefährt. Noch auf Dampf, aber weil wir nur umrüsten auf Elektrik. Und an dieser Stelle kann ich sagen, danke fürs Zusehen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wieder Sportfieber. Macht's gut, euer Ed von mitgaming.tv. Ciao, ciao.